Ach, hier sind noch so Warriors. Okay. Chimera sind, ist ein... eine Löwengestalt, die, Flügel... Also, es ist halt... Ja, es ist wie eine Chimera halt. Also, eine Chim... Ja, doch. Es gibt ja Chimera auch. Es ist ja... Chimera ist ja wirklich so wie, eine Chimera ist, also ist ein fliegender Löwe mit einem Schlangenschwanz und all was dazugehört. So, wollen wir ein bisschen Ruf downfarmen? Den Ruf können wir eigentlich downfarmen, indem wir die ganze Zeit diese Creepers töten, aber die machen ganz schön viel. Aua. Aber wir sind auch jetzt ein bisschen gezwungen, Dailies und so Quatsch zu machen. Hey, ich war doch gar nicht... War doch gar nicht in der Nähe von dir, dass du... Oh mein Gott, diese Monster. Jetzt geht es nämlich richtig los, dass wir bald echt Probleme haben werden mit der Rüstung und allen. Oh mein Gott. Das wird ein Spaß. Und hier haben wir irgendwas, was wir aufsammeln müssen. Das wollen wir einfach tun. Und diese Creeper Warrior... Die gibt es auch im nächsten Gebiet. Die werden einfach mit übernommen. Es ist ab, wobei es eigentlich ganz gut ist, weil diese ganzen Monster kommen ja aus dem anderen Gebiet. Und dann ist es irgendwie, wäre es ja Quatsch, wenn man diese Monster dann nicht in diesem Gebiet wiederfinden würden. You know what I want to say? I think so. So. Mit ein bisschen Kalten geht das schon. Hoffentlich. Ein Thunder-Tief. Juhu. Habe ich aber keine Lust anzugreifen. So nicht. Creeper. Na, das ist voll... Was hat der denn für eine Hitbox? Ich meine, ich kenne das ja nicht, weil ich habe das als Defender immer geblockt und alles. Aber da ist die Hitbox ja... So. Aber der Ruf geht schon mal schön runter. Und ja, das freut mich, dass der Ruf runtergeht. Ich will den Ruf ja auch hier fertig haben. Den habe ich sogar auf Maske nie fertig gemacht, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Aber eigentlich doch, ich habe wirklich so den Wunsch, so eine fertige Figur zu haben, die einfach alles hat, was gebraucht wird. Also wirklich einfach, wirklich alles, alles. Und das Zoll ist gerade wieder aufgetaucht. Das ist schon mal cool. Wir haben echt wenig Schaden. Und ich habe gerade so überlegt, aber eigentlich hatte ich ja eh keine bessere Waffe. Und dann ist mir aufgefallen, doch, wir hatten ja eigentlich die epischen Sachen. Ich dachte, da lief gerade eine Katze. Wahrscheinlich lief da auch gerade eine Katze. Ich bilde mir doch keinen Assassin als eine Katze ein. Das muss doch dann eine Katzenverwandlung hoffentlich gewesen sein. Sonst werde ich verrückt. Was ich eh bin, aber... Psst. Okay, den habe ich nicht gezogen. Cool. Ja, ich baller den gerade weg von allen Monstern. Das ist richtig. Ich habe sogar viel zu wenig Stamina für diesen Monster. Oder, ja, eigentlich nicht viel zu wenig Stamina. Ich habe wenig Stamina, aber... wobei, ich habe fast so viel wie mein Defender... Aber mein Defender, ich weiß nicht, das ist ein anderes Spiel als der Defender einfach. So. So. So, ich muss mal schnell antworten. Deswegen... Verzeiht mir, wenn ich keine Stamina mehr und Stamina mehr keine nicht habe. Hm. Ja, okay, das erschien mir verständlich, warum sie mich angegriffen hat. Oh, wir haben unsere erste Pyroxenbox. Das ist toll. Es gibt ja. Wir hatten ja die ganze Zeit in dem Spiel. Die Tatsache, dass... Oh, das war aber
knapp getimt, möchte ich behaupten. Ich habe keinen Stamina mehr. Immer noch nicht. Geh mal weg von mir. Hör auf, das zu machen. Das ist ekelig. Ich möchte nicht von deinem komischen Körperende angerotzt werden. Wir können übrigens sogar die größeren Tränke jetzt nehmen, ist mir mal aufgefallen. Ist mir gar nicht so bewusst geworden, dass das geht. Aber es funktioniert jetzt tatsächlich. So. Wir werden... Ich weiß gar nicht, ob man jetzt zwischen der normalen Mauer und der kaputten Mauer wechseln kann. Eigentlich konnte man es nicht, aber ich glaube, hier geht das jetzt wieder. Also ich bin mir aber dann nicht sicher. Das kann natürlich auch vollkommen Irrtum jetzt von mir sein. Was jetzt nicht verwunderlich wäre an sich. Nee. Wie viele Rufe haben wir schon weg? Wow, wie fast wie im Rengottdorf. Juhu. Und weg mit dir. Schön, diese Monster, die... Ich kann ja nichts anderes machen, als diese Monster zu solon. Weil wenn ich versuche, das irgendwie mit anderen zu machen, dann, wäre das irgendwie... This is madness. This is Raiders! Nein, keine Ahnung. Ich musste gerade ein bisschen an diese... verquerte Welt denken. Von... Na, ihr wisst schon sicherlich, was das ist. Oh. Na, ich wollte das Vieh, dass das Vieh mal zu mir kommt und mich umsnackt, aber wollte er anscheinend nicht. Ist ja gemein, ne? Er hat mich anzurotzen, ich sage dir. Das ist nicht nett zu einer Frau. So, ich finde das ganz lustig. Wir machen gerade diese Daily die ganze Zeit und dadurch kriegen wir aber hier das Zoll immer. Das heißt, das müssen wir nicht gleich nochmal zusätzlich suchen. Beziehungsweise nur einmal suchen. Das ist einfach, das ist total entspannt. Das sage ich euch, das ist richtig entspannt gerade. Aber ich bin auch froh, mal wieder ein bisschen questen zu dürfen, ein bisschen aufnehmen zu dürfen. Weil das einfach mit den Repeat-Quests, das war so langweilig. Aua. Hätte ich einfach angreifen sollen oder vielleicht Darkness verwenden sollen, anstatt mich einfach treffen zu lassen. Und dann droppt dieses Vieh nicht mal was. Richtig gemein einfach. Richtig gemein. So. Wir müssen auch noch 15 Trolle töten. Ich guck mal gleich nach, wie viel XP so eine Daily hier gibt. Da läuft schon wieder der Thief her. Sehr geil. So, ich warte gerade darauf, dass die Cooldowns irgendwie weg sind. Und dann haben wir auch diese Daily fertig. Es ist eigentlich ganz cool, so viele Dailies angeboten werden. Aber auch andersrum finde ich es auch ein bisschen komisch, dass sie gar nicht als... als Repeat-Quest angeboten werden, sondern wirklich nur als Dailies. Aua, du Miststück. Von Vieh. Hä? Wieso wird das jetzt nicht angezeigt? Ach, keine Ahnung. So, jetzt haben wir die andere Daily. Da müssen wir 15 von diesen Trollen töten. Und entweder brauchen wir auch diese Trolle oder diese mutierten Soldaten da. Oder kontaminierte Soldaten. Keine Ahnung. Ach, die sind ja entspannt. Nicht so hektisch. Ich finde das toll, wenn es... Man merkt aber so richtig, manche Monster sind einfach angenehm zu töten und manche Monster sind einfach der letzte Scheiß. Die Creepers gehören eindeutig zu dem letzten Scheiß und diese Monster sind total entspannt, weil die einfach gar nicht wissen, was los ist. Und ich glaube, wir brauchen die mutierten... Hochhaller. Soldaten tatsächlich. Noch zusätzlich. Neben den Trollen. Ach, ich wollte noch gucken, wie viel XP so eine Daily gibt, ne? Gucken wir das doch einmal.
1000. Dragon Bait. Ach, das sind die Dailies, um den Dragon Bait zu kriegen und... Ach, das sind für die... Och Gottchen, ey Leute. Das sind 1000 XP und das sind 500 XP. Also ganz ehrlich, die 500 XP, die spare ich mir jetzt. Scheiß Dailies. Okay, das wusste ich gar nicht, dass für diese Bosse es anscheinend auch Dailies gibt. Die 1000 nehme ich jetzt noch gerne entgegen, aber... Also wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es für diese Sachen Dailies gab es jetzt. Das ist neu. So nicht, mein Freundchen, ich sage dir. So nicht. Du kriegst mich nicht angehittet. Nee, aber das schenke ich mir. Ich wusste jetzt gar nicht, dass die Dailies wirklich dafür da waren. Und ich dachte noch so, ach, schön, dass die Dailies angeboten werden, bla bla bla. Und dann in Wahrheit sind die Dailies eigentlich nur da, um diese drei Keys zu kriegen, die man für die Bosse dann braucht. Es ist halt quasi wie die ganzen epischen Instanzen, dass man diese drei Keys braucht und gut ist. Das kann ich mir wirklich schenken. Das kann ich mir schenken, das sage ich euch, ey. Im Conemarsch sind wir Togat. Togat. Das sind die Fraktionen. Es ist lustig. Es gibt tatsächlich einen Bereich, den ich noch so an sich nicht kenne, weil ich den gar nicht so richtig erforscht habe. Okay, jetzt müssen wir weiter da rein, weil wir müssen ja noch hier irgendwie Wood und Water finden. Wood, what? Und jetzt müssen wir hier einmal, ich hasse es, durch dieses Tor zu gehen, weil wenn du Pech hast, hast du einfach so viele Monster dabei und dann immer so, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Da. Und hier hört die Musik auch auf, es ist nicht mehr so entspannt. Mal dieser Creep ist im Weg. Geh weg. Ja, jetzt kommt so richtig schön böse Musik. Hä? Hoppala. Ich weiß, das ist so doof. Ich kann mir das ja gar nicht leisten, dass sie mich die ganze Zeit so angreifen, die Viecher. Da leuchtet irgendwie was. Okay, da leuchtet auch was. Da ist ein Troll und ein Creep. Vielleicht läuft der Creep vorbei, deswegen nehmen wir erstmal das Wasser hier. Ist einfach so. Nimm einfach so Wasser. Und diese Viecher sind so geil, diese Moosdinger. Ich weiß gar nicht, was das genau sein soll. Irgendwas Moosiges. Rotten Land. Also es ist wirklich so ein Sumpfgebiet. Das ist total eklig. Ich finde, weiß nicht, ich finde Sumpf so schön. So. Kriegen wir das hin, das da einzusammeln, das Erz, ohne dass der kleine Boss uns... Weil der Moss Creeper ist ein kleiner Boss und ich möchte ihn nicht irritieren. Hat funktioniert. Und natürlich ist hier alles aggressiv, deswegen... Muss ich auch ein bisschen mit meiner geilen Rüstung hier aufpassen, dass ich nicht zu oft angegriffen werde, aber die Statue funktioniert ist ja ganz gut. Creepers töten macht auch immer Spaß, um um den Ruf weiter runterzufarmen tatsächlich. Darüber freue ich mich total einfach. Oh, ja geil, ich kann Ruf runterfarmen. Juhu!
Hä, wieso habe ich denn noch Schaden genommen? Es hat gepasst. Das kann mir keiner erzählen. So. Ich weiß nicht, was ich da bekomme. Ich nehme es einfach entgegen und suche noch irgendwie Wasser. Und Holz. Ich habe Holz noch gar nicht so gut gefunden. Da hinten leuchtet noch was. Ach, da auch. Stimmt, das Holz hatte ich da schon wieder ganz vergessen. Weil dieser Creeper da ja war. Das ist schon wieder der Creeper. Da haben wir ein Holzstück. Ich hasse solche Sachen aufzusammeln, die irgendwie immer zwischen, natürlich zwischen allen bekackten Monstern liegen muss und einfach dann immer so schön alles noch um. Was? Das hat mich doch nicht getroffen. Das konnte mich doch gar nicht treffen. Was zur Hölle? Naja, okay, der eine war noch berechtigt, aber der davor fand ich jetzt nicht so berechtigt, aber okay. Und was hier ganz komisch ist, man kriegt echt viel Return Stones bei diesen Monstern. Ich weiß gar nicht, warum. Wäre das ein... Oh mein Gott, wir müssen Return Stones abgeben. So, jetzt haben wir ein Battle gegen zwei Monstern. Aber ein bisschen Angst. Ach, das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, dass sie die Trolle gar nicht so auseinander so, wisst ihr, so wegballern können. Was zur Hölle? Ah! Hilfe! Diese Dinger, die sind so nichtsaussagend irgendwie, aber die machen irgendwie... Aber die haben lustige Fähigkeiten. Aber trotzdem sind sie ein bisschen nichtsaussagend. So, das Wasser ist wieder da. Das verschwindet ja auch nicht so. Eigentlich könnten wir auch einfach nur 5 Proben nehmen. Just saying. So, jetzt müssen wir Holz finden. Da ist noch ein Holzstück. Wann habe ich denn ein zweites Holzstück gefunden? Ich dachte, ich hätte bis jetzt nur eins, aber okay. Okay. Ja, ich suche gerade irgendwie was leuchtet. Oder wir stellen uns einfach an die eine Stelle und warten, dass das die ganze Zeit respawnt. Ach, hier ist eine Quest. Ja, die wollen wir mal annehmen. Und ich nehme jedes XP-Ding mit, was ich hier mitnehmen kann. Ja, du machst hier deine komischen Sachen und Suppen und alles, aber das interruptet dich dir einfach. Es ist einfach... Nee, darfst du einfach nicht. Ah, Lebensrecovery, was ich nicht brauche. Oh, ich muss mein Inventar gleich mal ausräumen. Hello, nice to meet you. I've never expected to meet another human here. It seems you are surprised to see me in this contaminated area too. Let me introduce myself. I will skip my real name. You can call me the Red Robot Sage. What the fuck? Dear Lot. A long time ago, I made a promise to a certain man. I know I can pay him back. I'm sure he has been looking forward to this day. I feel so lucky to have met a trustworthy person like you. I'm too busy to go to read, so I would like you to deliver this letter to that man from me. He is pretty famous. You might have heard of him. He is a great merchant lad. When you deliver the letter, please tell him that I've kept my promise. Teacher's pet. My father left behind this letter. I think he was going to send it to his teacher, Great Sage Proise. I am unable to deliver the letter to him, so could you go it... Could you give it to someone who can? Of course, the Great Sage is not easy to contact, but one of the royal alchemists or sorcerers would know how to reach him. Perhaps Hayden at the Grand Wall? He should be able to deliver the letter for me. Okay. Wahrscheinlich kriegen wir gleich eh noch eine Quest. Sie sagt, such mal diesen Typen auf. Aber es läuft. Der ist schon Level 19, der Typ.